Nur 3 Kilometer südwestlich von North Berwick liegt die kleine Ortschaft Dirleton. Wir besichtigen Dirleton Castle, bevor es spät abends zum Flughafen geht, um den Rest der Familie abzuholen. Die Anfänge der normannischen Festung gehen auf das Jahr 1225 zurück. Dirleton Castle war eine der ersten Sandsteinburgen Schottlands. Im Jahre 1298 stürmten die englischen Truppen König Eduards I. die Burg, besetzten sie und fügten einige Erweiterungen hinzu, bis die Festung 1311 von Robert the Bruce wieder zurückerobert wurde. Guck mal, da ist ein richtiger Gang. Dann gehen wir da mal rein, komm. Okay. Nee, ich geh erst hier rein. Ja. Bis ins 15. Jahrhundert wurde die Burg umfassend umgebaut und verstärkt. Dirleton Castle wurde in all den Jahren vererbt, aufgegeben, in die Obhut anderer gegeben, wieder zurückgegeben, wieder der Familie entzogen oder einfach vom Besitzer veräußert, bis es in den Besitz von James Maxwell gelangte, dem einzigen Earl of Dirleton. Und wie nicht anders zu erwarten, zerstörten Oliver Cromwells Truppen 1650 die Burg und nutzten sie als Lazarett, bevor sie 1663 verkauft wurde. Thank you.
Das Gefängnis. Wenn jemand böse war. Hier ging es noch weiter runter. Da war die eigentliche Gefängniskammer. Da wurden die dann abgeseilt ins dunkle Loch.1971 wurde das Bauwerk in die schottische Denkmallisten in der höchsten Kategorie A aufgenommen und gehört heute dem National Trust of Scotland. Was uns hier besonders gefallen hat, ist, dass die Burg touristisch nicht zu überlaufen ist. Der Garten und vor allem die tollen, farbenfrohen Beete laden zum längeren Verweilen ein. Ja, ich wollte mal aufnehmen, wie wir hier gemütlich Mittagessen. Mittagessen, Abendessen. Mittagessen, Mittagessen. Abendessen. Und da im Hintergrund. Okay, zum Mittagessen. Mit Blick auf die kleine Burgmauer und Dörleton. Und hier kann man richtig schön stehen. Eine Wiese davor und ist direkt beim Eingang vom Castle. Da hinten sieht man den Eingang. So, Finja, dann erklär doch mal, was wir die letzten Tage gemacht haben. Wir haben Muscheln gesammelt. Und für wen haben wir die Muscheln gesammelt? Für die Mama. Und was wollen wir da für die Mama machen? Eine Kette oder ein Armband. Genau, wir haben zwar noch keine Kette oder kein Armband gekauft, aber wenn wir die Mama abholen vom Flughafen, haben wir wenigstens mal provisorisch einen Draht aus Papas Garage geholt. Und da können wir dann sozusagen so irgendwie die ganzen Muscheln, die wir extra für die Mama für die Kette gesammelt haben, können wir so darauf machen. Und dann machen wir für die Mama eine Kette. Ja. Und machen auch noch nicht nur eine Kette, sondern mit den ganzen anderen Muscheln andere schöne Sachen. Oder ein Armband. Während wir den Sommersonnentag im schottischen Garten der Burg verbringen und unsere ganzen Muscheln sortieren und daraus Willkommenskettchen basteln, schauen wir doch mal in die Caro Cam, wie eigentlich zu Hause die letzten Vorbereitungen aussehen. So, jetzt haben wir es auch geschafft. Bei uns ist heute Abreisetag. Wir fliegen heute Abend um 22:30 von Frankfurt-Hahn nach Edinburgh, circa 2 Stunden. Und eigentlich sind wir nur mit Handgepäck unterwegs. Aber ich packe jetzt gerade schon zum 5. Mal den Rucksack wieder aus und neu ein, weil die Sachen, die ich eigentlich noch mitnehmen möchte, passen doch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben momentan Sonne und circa 28 Grad. In Edinburgh sind es wohl, wenn wir ankommen, so um die 12 bis 15 Grad. Das heißt, Wechselklamotten müssen auf jeden Fall mit rein. Und alles, was man sonst noch so vergessen hat. Eigentlich gar nicht so viel, aber der Rucksack hat doch ein begrenztes Packmaß eher. Ich werde es wahrscheinlich noch schaffen. Die Jungs schlafen gerade noch, die habe ich nochmal hingelegt und hoffe, dass sie den Abend einigermaßen gut überstehen. Vielleicht nehme ich auch noch die kleinen Kinderrucksäcke mit, dann dürfen die beiden Zwerge auch noch was tragen. Und ich bin gespannt, wie das alles klappt. Wo gehen wir jetzt hin, Samu? Zum Flughafen. Und was machen wir da? Fliegen. Mit was fliegen wir, Mathis? Mit einem Flugzeug. Mit einem Flugzeug. Und wo fliegen wir hin? In den Urlaub. Nach Schottland? Ja. Und wer ist schon dort? Die Finja und der Papa. Und freuen wir uns ganz dolle? Ja. Ja. Und
Das Opa-Taxi ist da und jetzt geht's los. Okay, alle Feste angeschnallt? Ja. Auch der Mathis? Ja. Jeder seinen Rucksack dabei? Ja. Mhm. Mama auch? Ja. Ja, gut. Hier ist er. Jetzt warten wir noch auf den Opa. Und dann können wir fahren. Genau, super. Wo ist der, der Lolli? Hey, der ist ja riesengroß. Den großen? Ich glaube, der ist zu groß für uns. Komm. Laufen. Der fliegt nicht ohne uns. Wo sind wir jetzt? Im Flugzeug. Und geht's gleich los? Ja. Und was für ein Wetter haben wir draußen? Regen und kalt, gell? Und ganz windig. Aber wir haben das. Ihr habt eine Jacke jetzt an. Jetzt müssen wir uns gleich anschnallen, okay? Ich habe mich schon angeschnallt. Ja, genau, aber der Samt. Welcome on board this Ryanair flight. May we have your attention while we point out the sun of the thing. Blink. Blink, John Cook. Matti? Mama. Da. Blink. Ja. Fliegen wir noch? Ja, wir fliegen noch, Schatz. Finja und ich sind natürlich Stunden zu früh in Edinburgh am Flughafen. Während Finja so spät schon im Womo mit Murphy schläft, nutze ich das Internet am Flughafen, um die Wartezeit zu überbrücken. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und in den nächsten Videos seht ihr, wie die ganze Familie Schottland entdeckt hat.